Wer hat dafür gezahlt? Noch keiner. Noch aber keiner. Aber hier wird jemand dafür zahlen. Ist Gott gerecht oder gerecht, nicht? Ja, natürlich ist er gerecht. Dann muss jemand dafür zahlen. Genau so wie es ja beschrieben ist. Das ist Prophezeiung. Das heißt, es wird geschehen. So, lies weiter in Vers 6. Vers 6. Und ich habe die Völker zertreten in meinem Zorn und habe sie trunken gemacht in meinem Grimm und ihr Blut auf die Erde geschüttet. Ich will der Gnade des Herrn gedenken und der Ruhmestaaten des Herrn in allem, was unser Herr getan hat und der großen Güte an dem Hause Israel, die er ihnen erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und großen Gnade. Das Ganze hier wird auch nochmal beschrieben in das Buch Jesaja Kapitel 14. Weil er sagt in Jesaja 14, wir lesen nur Vers 1. Jawohl. Nur Vers 1, damit die Menschen verstehen, worüber redet Christus gerade hier in Jesaja 63 und Vers 7. Okay? Ja. Jesaja 14 und Vers 1, bitte. Das Buch Jesaja, Kapitel 14, Vers 1. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen. Also er wird trotz nach allem, was wir getan haben, nach allem, was Israel geschehen ist und was wir getan haben, um Gottes Gesetze zu brechen, er wird trotzdem Erbarmung haben um Israel. Genauso wie er gesagt hat in Kapitel 63 in das Buch Jesajas. Come on. Und Israel noch einmal erwählen und sie in ihrem Land wieder ruhen lassen. Come on. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Hause Jakob anhängen. Genau, also er wird Erbarmung, es geht um Erbarmung am Israel. Das ist was, worüber er spricht in Vers 7 und Kapitel 63 und das Buch Jesajas. Einfach zu verstehen. Jetzt liest Habakkuk, wir gehen jetzt zu Habakkuk, Kapitel 3 und Vers 16. Das Buch Habakkuk, Kapitel 3. Und Vers 16. Weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei. Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal. Wow. Dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Ich lese nochmal. Lies es bitte nochmal. Weil ich solches höre. Weil er solches hört. Bebt mein Leib. Bebt sein Leib. Wenn dein Leib bebt, das heißt, du bist sehr nervös. Du hast sehr große Angst. Meine Lippen zittern. Seine Lippen zittern vor Angst. Von dem Geschrei. Von dem Geschrei. Weil wenn Christus seine zweite, wenn er das zweite Mal kommt, die Menschen werden schreien. Es wird echt die Hölle sein auf Erde. Come on. Fäulnis fährt in meine Gebeine und meine Knie beben. Und seine Knie beben. Hattet ihr schon mal solche Angst, dass euer Körper gebebt hat und dass die Beine so gezittert haben? Habt ihr schon solche Angst gehabt? So werden die Menschen sein, wenn Jesus Christus seine zweite seine Zeit ist kommen macht. Come on. Aber ich will harren auf die Zeit der Trübsal, dass sie heraufziehe über das Volk, das uns angreift. Es ist ein Angriff. Es wird ein Angriff sein von Jesus Christus. Es wird eins aussehen wie einen Angriff. Also er wird genau diese Leute angreifen, der sein Volk Israels angegriffen hat. Über tausende von Jahren. Gerechtigkeit wieder. Wieder. Nicht unsere Wörter, Gottes Wort. Jetzt gehen wir zu Lukas, das Buch Lukas, Kapitel 12. Waren wir nicht schon mal da? Lukas? Nee. Nee, waren wir Lukas. Wir waren schon im Lukas, aber nicht Kapitel 12. Lukas, Kapitel 12. Und Vers 49. Lukas, Kapitel 12.
und Vers 49. Also wieder, das ist jetzt, wenn Christus sein zweites Kommen macht. Komm mal. Vers 49. Mhm. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Wow, wow. Zuckerwatte und Bonbons. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Oh, Apfelkuchen. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Er wird Kaffee ausschenken. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Er ist gekommen, er wird kommen, um Feuer auf die Erde zu schicken. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Damn, er kann nicht abwarten, dass es brennt. Wieder, es ist nicht unsere Worte, es ist das Wort Gottes. Er kann nicht warten, Feuer auf die Erde zu schicken. Es ist gerecht, aber. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Come on. Vers 50. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie es mir so bange, bis sie vollendet ist. Er muss, in anderen Worten, er muss sich beruhigen, bis es soweit ist. Er muss sich beruhigen, bis es soweit ist. So, jetzt liest Matthäus 16. Damn, das ist heftig. Das hört sich nicht an wie der Christus, den die Leute, mit denen die Leute Filme machen. Den gibt es nicht. Den gibt es echt nicht. 16 und Vers 21, bitte. Wieder. Wer ist Christus wirklich? Was hat Christus wirklich gesagt? Das Buch Matthäus, Kapitel 16, Vers 21. Mhm. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Mhm. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. So, Christus sagt, er wird was? Er muss beschuldigt werden, zu versuchen, Rom zu stürzen und verraten werden. Er wird verraten von den Priestern und den Schriftschreibern und er wird getötet und er wird auferstehen am dritten Tag. Aber Peter sagt, was? Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Petrus sagt, das wird dir nicht passieren, Christus. Gott wird dich bewahren. Was sagt Christus? Lies Vers 23. Vers 23. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Und Christus dreht sich zu Petrus und sagt, geh weg von mir, Satan. Warum? Weil es ist geschrieben, dass diese Dinge passieren müssen. Und was ist das Rolle von Satan? Es zu hindern. Also sagt er zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Du bist mir ein Ärgernis. Du hältst mich auf. Denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Richtig. Er denkt nach seinen Emotionen. Er sieht, er hört von Christus, das und das wird passieren. Natürlich wurde er emotional. Aber die Schriften kann nicht gebrochen werden. Es muss passieren. Wieder. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Weißt du, das hört sich gut an für eine Sendung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das hört sich verdammt gut an. Ja, ne? Okay. Ich glaube, ich mache die letzte Klasse, wir lesen keine kleinen Vorteile. Alles klar. Jetzt Matthäus 1 und Vers 21. Jawohl. Matthäus 1 und Vers 21, bitte. Das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 1, Vers 21. Und sie wird einen Sohn gebären. Und wer ist das? Mary. Sie wird einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Und sie wird ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten und ihren Sünden. Weil er wird seinen Volk retten von ihren Sünden. Wer ist sein Volk? Matthäus 2,26. Yes.
6 meine ich, sorry. Matthäus. Das Buch Matthäus, das Evangelium nach Matthäus Kapitel 2, Vers 6. Mhm. Und du, Bethlehem im Lande Juda, bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der meinem Volk Israel weiden soll. Also wer ist sein Volk? Israel. Israel ist das Volk von Jesus Christus. Einfach zu verstehen. Einfach zu verstehen. Ihr müsst anfangen zu lesen. Ihr müsst lesen, Israel. Es ist nicht verboten. Ja, es ist nicht gegen das Gesetz. Okay? Es ist einfach zu verstehen. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Die Herren haben uns daran gehindert, zur Sklavenzeit zu lesen. Warum? Weil wenn wir das hier lesen, dann haben wir also eine ganz andere Denkweise. Wir verhalten uns ganz anders. Einfach zu verstehen, Israel. Fangt an zu lesen. Matthäus 15, 24. Weil Christus sagt in Kapitel 1 und Vers 21, dass er sein Volk retten wird. Matthäus Kapitel 15, Vers 24. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Warte, lies es nochmal. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu. Er ist nur gesandt worden. Zu den verlorenen Schafen. Zu den verlorenen Schafen. Des Hauses Israels. Des Hauses Israels. Die 12 Stämme Israels. Zu denen ist Christus geschickt worden. Wieder, einfach zu verstehen, nicht schwer, einfach zu verstehen. Kolossians 1 und Vers 15. Das Buch, der Brief des Paulus an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Warte. Ist was? Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wie hat man ihn beschrieben in Offenbarung? Wollige Haare, okay, rote Augen, schwarze Füße. Also, wer hat wolliges Haar? Gott hat wolliges Haar. Wer hat auch wolliges Haar gehabt? Christus. Okay, und wer hat die Kinder Israel, also Christus. Und wer hat schwarze Füße, wie Christus, in Augen verbrannt? Christus. Und wer sieht aus wie... Wer das Christus. Ebenbild? Gott. Gott hat das Ebenbild wie Christus. Wieder, wenn man liest, einfach zu verstehen. Come on. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Let's go. Kolosser 1,15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Ein schwarzer Mann. Christus schwarz, Gott schwarz. Come on. Der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Der Erstgeborene vor alles andere, was erschaffen worden ist. Ob das Erde, was in der Erde war, in das Gewässer war, was auf dem Land war, was in der Luft war. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Christus hat alles geschaffen, was im Himmel und was auf Erden ist. Das geht über euer Kopf. Wieder. Aber wenn ihr anfängt zu lesen, dann würdet ihr das verstehen mit der Zeit. Come on. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Das heißt, alles, was hier auf Erde geschieht, ist durch Christus erschaffen worden. Ob das eine Regierung ist, ob das irgendeine... Die Luft, nehmen wir einfach Sachen. Die Luft, die ihr atmet, das wurde von einem schwarzen Mann geschaffen. Wow. Oh mein Gott, das ist gut. Das ist bitter. Das ist richtig gut. Okay, where we at? Wo sind wir? Vers 17. Bitte, lies mal. Vers 17. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wow. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Wow. Er ist der Kopf von der Kirche. Das heißt, er ist der Kopf von der Nation Israels. Er ist der Führer. Er ist unser König.
Come on. Denn es hat Gott gefallen, alle Fühler in ihm wohnen zu lassen. Wow. Es hat Gott gefallen, dass alles durch ihn erschaffen worden ist. Und alles, was er getan worden ist, hat den Herr, fand der Herr, wie sagt man? Gefallen. Hat ihn einfach gefallen. So, heute, was habt ihr gelernt? Heute habt ihr gelernt, dass Jesus Christus laut der Bibel ist ein schwarzer Mann. Ihr habt gelernt, dass er sprach sehr deutlich. Er war sehr laut in seiner Redungsart. In seiner Redewende war er sehr direkt. Und er war nicht ein Schwächling. Dieses Bild von diesem weißen Christus, der rumgetanzt hat und hat hier Zuckerwatte und sowas verteilt, den gibt es nicht. Christus ist ein ernsthafter Mann, ein ernstzunehmender Mann. Und er wird sich rächen für das, was seiner Leute passiert worden ist. Sklaverei, Kolonialismus, das wird er alles rächen. Wieder, nicht unser Wort, könnt ihr selber nachlesen. Und damit sagen wir Shalom. Shalom Israel. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission, minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.